Herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wenn du zum ersten Mal dabei bist, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, es geht wieder weiter. Monat April. Wir haben gesammelt. Die Wünsche waren halt zur Wochenlegung. Also werden wir das auch dieses Mal machen. Und die Resonanz war durchweg positiv. Und ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank. Und wir werden mal schauen, was wir diesen Monat für euch rausholen können an Karten. Wichtig ist, dass ihr da nicht vergesst, es sind allgemeine Legungen, also keine persönlichen Legungen. Ihr müsst das verwenden, wie es für euch passt. Wenn es nicht für euch passt, ist es nicht für euch bestimmt. Und ganz wichtig, Karten sind keine allgemeinen Lösungen. Karten sind einfach nur Wegweiser, Hinweise, was man nutzen kann oder was man vermeiden sollte. Also niemals nur auf die Karten verlassen, weil das Wichtigste an allem und das Einzige, was zählt, seid ihr selbst. Ja? Das ist also wirklich nur ein Werkzeug, um die Dinge zu nutzen oder wie gesagt auf etwas aufmerksam gemacht zu werden. Ihr solltet also niemals euer ganzes Leben oder einen Teil eures Lebens nur auf Karten ausrichten oder an irgendwelche Orakel binden. Sie sollen euch lediglich helfen und sie sollen euch unterstützen. Aber sie sollen euch natürlich überhaupt nicht abhängig machen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich stehe euch gerne bei, ich helfe euch gerne bei Situationen, aber letztendlich ausführen und das ganze Leben müsst ihr. Ja? Und ich freue mich darauf, wenn positives Feedback kommt, wenn ich helfen kann. Aber wie gesagt, ihr seid der Macher eures Lebens und niemand sonst. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen ganz, ganz tollen Monat, ganz viel Kraft und ganz viel Spaß. Also bis gleich. Taroskop mit Ella, lieber Stier. Wir sind jetzt im April angekommen und machen die Legung vom 2. bis 8.4.2018. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wenn du das erste Mal dabei bist, herzlich willkommen natürlich. Ja, wir gucken, welche Energien vorherrschen für den Stier. Was wir daraus machen können, ja, entscheiden tust du das natürlich selbst. Es ist einfach eine Anregung, was möglich ist, was du für dich vielleicht verwenden kannst. Du suchst dir das aus und du arbeitest damit, wenn es dir gefällt. So, dann schauen wir mal. Die erste Karte, wie du über dich denkst, wie du dich fühlst in der ersten Woche April. Dann, was du dir wünschst. Dann haben wir deine Hoffnungen und Ängste. Wir haben, was gut für dich ist. Dann haben wir natürlich auch, was nicht gut für dich ist. Und den möglichen Ausgang. So. Dann gibt es natürlich dazu die Orakelkarte. Schauen wir mal, was das Orakel dazu zu sagen hat. Für den Stier in der ersten Woche April. Und da haben wir für dich Zeit zum Weitergehen. Es ist Zeit, das Alte, Abgetragene loszulassen, damit Raum für Neues entsteht. Ja, raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Sozusagen Frühjahrsputz für die Seele. So, dann gucken wir mal, wie du dich fühlst. Du hast die 7 der Kelche. Das heißt, es bieten sich dir ganz viele neue Optionen. Das kann dich natürlich auch verwirren. Mein Tipp ist, such dir was aus davon, weil alle kannst du nicht erreichen. Was dir am meisten zusagt, was dein Herz am meisten begehrt, das ist das, was für dich wichtig ist. Also du hast die Wahl. Das ist ja schon mal schön. Dann haben wir als zweites, was du dir wünschst. Und da haben wir die 3 der Schwerter. Sicherlich wünschst du dir keinen Herzschmerz, sondern du wünschst dir wahrscheinlich, über eine alte Wunde hinwegzukommen. Oder einen möglichen Herzschmerz zu vermeiden. Wir gucken mal weiter. Was ist denn in deinen Hoffnungen und Ängsten? Da haben wir den Mond. Das ist auch wieder eine Karte, die 2 Seiten hat. Eine dunkle und eine helle. Der Mond kann Geheimnisse beleuchten, Dinge, die im Verborgenen blühen. Oder sie kann halt davon sprechen, dass etwas verheimlicht wird. Von dir oder jemand anderem.
Das hat auch so ein bisschen wahrscheinlich hiermit zu tun, dass du dir nicht sicher bist, in welche Richtung soll es denn gehen. Wir gucken mal, ob wir da ein bisschen Klärung reinbringen können. Gut für dich ist die 2 der Schwerter. Diese Karte bedeutet, du musst eine Entscheidung treffen, ob du willst oder nicht. Es ist notwendig. Ja, vielleicht gibt es etwas, wozwischen du dich nicht entscheiden kannst. 2 Personen, 2 Optionen, 2 Angebote. Aber du musst dich entscheiden, sonst wird beides nicht gelingen. Dann, was nicht gut für dich ist, die Königin der Kelche. Vielleicht hast du gerade so einen Überschwang an Gefühlen und die verwirren dich vielleicht auch. Und die können auch deine, ich sag mal, Entscheidung so beeinflussen, dass du nicht mehr objektiv bist. Dann such dir bitte Hilfe, jemanden, der dir nahesteht, der dich gut kennt und der dir da vielleicht einen Rat geben kann. Der mögliche Ausgang ist die Königin der Münzen. Das heißt, du kannst eine Sicherheit, eine Stabilität erreichen in dieser Woche, die dir wichtig ist, am Herzen liegt und für die du kämpfst. Das ist sehr schön. Wir gucken mal, was die anderen Karten dazu sagen. Wir gucken mal, wir haben ja als erstes in der Position, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, diese Verwirrung. Können wir da irgendwie einen Hinweis finden für den Stier in der ersten Woche April, was für ihn wichtig ist? Da haben wir die 5 der Kelche. Das heißt, momentan bist du ein bisschen negativ gestimmt, ein bisschen traurig. Du siehst nur das Glas halb leer. Ja, du bist aber nicht der oder die Einzige, wo das so ist. Das ist bei vielen momentan so. Es besteht wohl eine gewisse Traurigkeit. Das ist aber nicht schlimm. Du musst nur dagegen ankämpfen. Du musst etwas tun. Und zwar musst du dich einfach rumdrehen und dir mal bewusst machen, welche positiven Aspekte in deinem Leben eine Rolle spielen. Und welche positiven Aspekte du vielleicht vernachlässigt hast, sodass es dir ganz schnell ganz viel besser gehen kann. Dann haben wir dein Wunsch, die 3 der Schwerter. Gucken wir mal. Da gibt es wohl ein Ende. Der Turm ist die Abrissbirne des Tarot. Das heißt, ob du willst oder nicht, es wird etwas zu Ende gehen. Und das ist zu deinem Besseren. Ja, es ist gut für dich, dass das zu Ende geht. Es ist wahrscheinlich mit Herzschmerz verbunden, aber es wird dich in bessere Dinge führen, in ein besseres Leben. Du musst dich wahrscheinlich von etwas oder jemandem trennen, der dir schadet. Ja? Und deswegen nimm es an, bereite dich vielleicht darauf vor, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich denke mal, mit dieser Verwirrung und dieser Traurigkeit hast du es geahnt. Ja? Dann haben wir als Drittes deine Hoffnungen und Ängste. Und da haben wir den Mond. Es ist noch etwas im Verborgenen und du versuchst dich dagegen zu wehren. Das ist die 7 der Stäbe. Du bist bereit dafür, in die Bresche zu springen. Die Frage ist nur, ob es sich lohnt. Ja? Ob es dir das wert ist? Wahrscheinlich, sonst würdest du es nicht in Erwägung ziehen. Aber versuche das objektiv zu sehen, weil durch deine Gefühle bist du vielleicht nicht objektiv genug. Hol dir bitte da jemanden dazu, der dir nahesteht und besprich das. Ja, versuch das so objektiv es geht zu sehen. Dann hast du die 2 der Schwerter. Du musst eine Entscheidung treffen. Und das ist der Bube der Stäbe. Das heißt Leidenschaft. Du bist fokussiert auf eine Sache und in dieser Hinsicht musst du eine Entscheidung treffen zum Wohle aller. Ja, und da bist du auch dazu verpflichtet, sonst wird nämlich die Abrissbirne dir diese Entscheidung ganz schnell abnehmen. Und das könnte dann halt schmerzhafter sein, als wenn du diese Entscheidung triffst. Das kann jetzt zum Beispiel eine Beziehung betreffen, einen Job, ein Freund, eine Freundin, was auch immer. Bereite dich darauf vor, denn du weißt es jetzt durch die Karten. Ich hoffe, dass ich dir damit helfen kann. Negative Nachrichten sind immer schlecht, aber wenn du im Vorfeld darüber informiert bist, kannst du dich wirklich mental schon mal darauf vorbereiten. Was nicht gut für dich ist, ist dein Überfluss an Gefühlen.
Und du hast hier auch noch den König der Kelche. Also deine Gefühle fahren momentan wahrscheinlich Achterbahn. Aber wie gesagt, du kannst es nicht vermeiden. Versuche deine Gefühle zu kanalisieren, versuche dich auf etwas zu konzentrieren, was dir außer dieser Sache da am Herzen liegt, auf die Menschen um dich herum, die dir nahestehen, die dir beistehen, die mit Sicherheit auch wissen, was gut für dich ist. So, wir haben den möglichen Ausgang und da haben wir die Königin der Münzen. Und das ist die Welt, das ist ein Neuanfang. Juhu, lieber Stier oder liebe Stierin. Du hast hier auch die Orakelkarte. Zeit zum Weitergehen. Ja, und die Karten bestätigen das. Es ist Zeit, das Alte, Abgetragene loszulassen, damit Raum für Neues entsteht. Und die Welt steht dir offen. Das heißt, wenn etwas Altes zu Ende geht, ist noch lange nicht alles vorbei für dich. Du hast einen Neubeginn. Wenn Türen zufallen, gehen andere Türen auf. Ich weiß, das ist ein fader Spruch, aber es ist was dran. Sonst würde man ihn nicht so oft benutzen. Also, deine Traurigkeit ist auch nicht unbegründet. Das wird seinen Grund haben. Du willst den Herzschmerz vermeiden. Du hast Angst davor. Ja? Und dein Wunsch ist eben, den zu vermeiden. Und das wird nicht funktionieren. Du kannst dich darauf vorbereiten. Du kannst dich auch dagegen wehren. Es wird passieren. Ja? Weil wenn es keinen Herzschmerz gäbe, hättest du nicht die Notwendigkeit gesehen, dich dagegen aufzulehnen. Wichtig ist, dass du die Entscheidung triffst für dich, klar siehst, dir genau darüber Gedanken machst, wo es hingehen soll oder wie gesagt, was dir nichts mehr bringt. Und deine Gefühle, ja, die musst du ausleben. Die musst du auf jeden Fall ausleben und wie gesagt, such dir dazu jemanden, der das aushalten kann, der dir zur Seite steht, denn dir steht die Welt offen. Du hast mit der Königin der Münzen Sicherheit, Stabilität und auch, ich sag mal, einen Freundeskreis, einen Familienkreis, der dich trägt. Und die Welt steht dir offen. Lieber Stier, ich hätte dir lieber was Schöneres gesagt, aber wenn ich dir was Schöneres sage und dann bricht über dir die Welt zusammen, dann hast du nichts davon. Ja? Und deswegen, halt dich wacker. Ich schicke dir ganz, ganz viele gute Gedanken, viel Kraft, ja, und du kriegst das hin, ich weiß das. Und wir sehen uns, wenn du magst, in der nächsten Woche und dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Ich bin schon ganz gespannt. Lieber Stier, alles Gute. Wenn du magst, einen Daumen hoch. Ich weiß, es ist eine schlechte Nachricht, aber vielleicht magst du trotzdem Daumen hoch, das hilft meinem Kanal. Aber wie du willst. Und dann sehen wir uns nächste Woche und gucken, wie es weitergeht. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und bis bald.